Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Tactus mit Frexo. Lukas. Hi. Ja, hallo. Mal eine etwas anders geplante Aufnahme, aber es geht darum, es hat mich so irritiert, der Hintergrund hinter mir, ne? Weil hier so viele Iron Spikes sind. Wir sind nämlich gerade in der Mob-Farm, die habe ich nämlich schon mal vorbereitet. Und dann kommen hier die Mobs an, werden vernichtet, dann kommen die Items hier rein und dann werden die Items hier nach unten gelangt zu meinem ME-System. Wir müssen natürlich aber einen Spawner bauen und ein paar andere Sachen, aber wir werden in dieser Folge nicht nur den Spawner bauen, obwohl ich habe noch nie einen Ender-IO-Spawner gebaut, ne? Ich habe jetzt mal eingegeben Spawner und hier steht zum Beispiel Empty, also der ist leer, hier steht Enderman, hier steht Chicken, geil, Chicken-Spawner, wollte ich immer haben, ja, da kommen Chicken mit Nuggets raus aus dem Ding, Alter, Skelett, Wither-Skelette und hier ist Stray, aber die sind alle gleich, alle ist das gleiche Rezept, ich weiß also nicht woher, was den Unterschied macht. Also ich habe keine Ahnung. Also das ist das erste Mal, dass ich mit einer NIO einen Spawner baue. Aber wir müssen ja erstmal Electric Steel, Vibrant Crystal, Slice and Splice. Slice and Splice brauchen wir noch, oder wie das immer heißt. Das Ding ist mir echt unsympathisch. Das kann ich kaum aussprechen. Kannst du bei mir benutzen, wenn du willst. Du hast einen? Nein, nein, ich brauche den. Ja, ich brauche selber einen. Ich muss einen auch selber haben. Sonst heißt es immer, ich würde immer bei Lukas, weil in der letzten Folge habe ich auch. Und nicht wundern, warum es heute Mittwoch ist und die Folge heute kommt. Ich muss mal kurz die Webcam ein bisschen umstellen, weil ich habe mich entschieden, jede zweite Woche dann auch mittwochs mal eine Folge Minecraft zu bringen und nicht jeden Mittwoch FIFA. Ja, das ist der Grund, deshalb mache ich das. Ich schmeiß mal ein paar da rein. So, und dann eine Schere. Hast du irgendwie einen Kopf? Musste mal in mein ME-System schauen. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube nicht. Solarium. Ah, okay. Soul Sand. Hab ich Soul Sand? Ich hab nicht mal Soul Sand. Okay. Ich hab Soul Sand. Nein, ich muss. Also den Kopf nehme ich, aber den Soul Sand hole ich mir jetzt selber. Ich gehe mal kurz farm in der Hölle und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Ich hab keine Cappy mehr und ich hab ein anderes T-Shirt. Was ist passiert? Es war doch nur 2 Sekunden für euch. Es ist passiert, dass ich einfach in der Hölle einfach zu viel Solarium gefarmt habe mit meinem, ja, Atomic Hammer und dadurch ist es so passiert, dass zu viele Items auf dem Boden lagen, weil ich auf Fast eingestellt habe und einmal komplett alles abgefarmt habe, was in dem Umkreis von mir war. Das führte dazu, dass einmal alles abgestürzt ist, wir kamen nicht mehr so wirklich, doch wir kamen kurz drauf, aber wenn ich kurz zur Mitte geblickt hatte, ist mein Minecraft hier abgestürzt. Deshalb mussten wir erstmal dieses Problem lösen. Erstmal wissen, woran es liegt, weil wir hatten neue Mods wieder reingeschmissen, was wir dachten, das wäre erstmal ein Hauptproblem gewesen, da ich zu viel, zu krass einfach gefarmt habe. Aber ich habe jetzt alles vorbereitet. Und, Leute, wir haben was gefunden. Was ganz Cooles. Ich hatte das ja hier mal aufgebaut. Ich glaube, hier kommt mein Digital Miner rein. Also ich glaube, das ist ein Top Platz für ihn. Da soll er dann alles farmen, was er farmen kann. Aber was haben wir gefunden? Ein Enderman-Spawner. Den kann man ja hier nutzen. Und wo ist denn jetzt der Zombie? Oh oh. Und tot ist er. Aber als ich dann hier nochmal so stand, dachte ich so, irgendwie ist das so wie ein Tonstudio oder so. Das eigentlich passt alles so. Diese Iron Spikes überall und dann diese Wand, ey, mit Laboratory Blocks. Das ist einfach sehr exzellent. Also besser kann man es eigentlich nicht machen. Ich habe gehört, der nächste Enderman läuft da gerade rum. Aber jetzt denkt, ach, ihr habt einen Enderman-Spawner, jetzt braucht ihr ja gar nichts mehr. Der irrt sich, denn dieser Enderman-Spawner ist ja eigentlich nur aktiv, wenn wir wirklich in der Nähe sind. Also wenn ich jetzt irgendwo rumlaufe, rumfliege oder sonstiges, dann habe ich das Problem, dass der Enderman-Spawner eigentlich da nichts nützt. Deshalb habe ich mich trotzdem entschieden zu sagen, ey, weißt du was, ich mache mir trotzdem diesen Ender-IO-Spawner, weil ich erstens noch nie diesen hatte, also erstmal wissen muss, wie das überhaupt funktioniert. Und wir waren ja dabei, erstmal diesen Slice and Splicer zu machen und eigentlich habe ich doch, nee, habe ich doch nicht, achso, Schere brauche ich,
Ich dachte, ich hätte jetzt alles gemacht eigentlich. So, da haben wir einen. Das ist ja super. Und jetzt gucken wir uns mal den Ender-IO-Spawn ein. Spawner. Weil ich brauche ja unbedingt... Und hier ist noch der Play-Spawner. Den habe ich auch noch hier drin. Ich meine, Wither-Skelette wären ja auch ganz geil, wenn man das auch noch machen könnte. Aber wie gesagt, die sehen eigentlich alle gleich aus. Ich brauche jetzt nur so einen. Nebenbei habe ich natürlich noch ein bisschen rumgefahren, habe noch einen Creeper und ein Enderman-Head bekommen. Also das war eigentlich, also ich habe auch mich beim Spawner ein bisschen hingestellt und habe einmal so ein bisschen die gecatcht, weil ich brauche wahrscheinlich diesen Head. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Head sehr wichtig ist. Ansonsten wüsste ich echt nicht, wie der funktioniert. Jetzt läuft es natürlich auch und ich kriege gleich meinen fertigen Zombie-Kopf. Den brauche ich natürlich jetzt auch und jetzt können wir uns den Enderman-Spawner machen, beziehungsweise ob das wirklich ein Spawner ist und ob da Endermans rauskommen, ist eine andere, weil ich meine, wir können auch Chicken-Spawner. Aber gut, ich muss nochmal hier, wo ist der Enderman? Da ist der Enderman-Spawner. Das habe ich eigentlich alles gemacht. Oh, was fehlt noch? Ach, den habe ich den nicht gemacht? Wie, ich habe den jetzt nicht gemacht? Ich dachte, ich hätte ein paar mehr gemacht. Da machen wir eben noch ein paar mehr davon. So, jetzt sollten wir es fähig haben. Ich bin immer auch irritiert. Also egal, was zum Kopf da reingezogen wird, es steht immer empty. Deshalb dachte ich erst, ich nehme den Enderman-Kopf hier oben drauf. Aber nachher muss ich noch einen zweiten craften. Deshalb machen wir es einfach jetzt mal so. Jetzt haben wir das Ding. Jetzt muss ich natürlich einerseits erstmal eine Verbindung von hier zu meinem ME-System machen. Das mache ich dann hier oben oder da unten. Eins von beiden. Ich glaube, weil... Achso. Ich habe nämlich noch eine andere Idee. Es gibt nämlich das Dense ME Conduit Kabel. Also Conduit, das heißt von Ender.io. Das ist natürlich vielleicht sehr hilfreich. Da machen wir nämlich sowas. Oh, Mist. Da brauche ich natürlich noch was anderes. Das brauche ich. Davon können wir nochmal wieder ein paar machen. Mal gucken, wie viel ich noch haben kann. Ah, aufgebraucht. Und... Dann machen wir davon 64. So. Jetzt habe ich wieder alles aufgebraucht. Ne? Jetzt habe ich wieder alles aufgebraucht. Aber dafür habe ich 20 davon. Weil diese Kabel sind natürlich ziemlich gut. Ich überlege nur gerade, jetzt war eigentlich falsch, ne? Jetzt habe ich einfach mal zu viel vercraftet. Weil das Dance-Kabel brauche ich natürlich nicht, um hier extra irgendwas herzuleiten, weil ich meine, das ist ja eigentlich ein normales Kabel, was da hin muss. So, ich habe es jetzt mal verbunden. Ich habe es nämlich da oben jetzt einmal. Und hier dann eben das Conduit-Dense-Kabel, was eigentlich dafür nicht sinnvoll ist, aber es wird leider nicht dunkelblau. Irgendwo ist leider jetzt ein Fehler. Und ich könnte mir vorstellen, woran es liegen könnte, dass da ein Fehler ist. Denn es könnte sein, dass wir einfach ein Dense-Kabel noch benötigen. So, jetzt habe ich 3 Stück, weil ich gehe davon aus, dass vielleicht doch ein bisschen zu viel schon an dem Ding hier ist. Ich glaube da, ja, da ist der Stromkabel dran. Und wir gucken jetzt einmal, ob das geklappt hat. Und seht ihr, es war einfach überfüllt. Also es hat einfach nicht mehr gepasst. Da waren zu viele Leitungen dran. Und deshalb hat das hier nicht geklappt. Ja, was soll ich sagen? Schönes Arbeiten werden immer im Offline-Modus gemacht. Endermans kommen jetzt... Ey, das ist jetzt... Echt uncool, dass du hier rumläufst. Meine Güte. Es war jetzt nicht da gedacht, dass du jetzt hier rumlaufen kannst. Ich glaube, ich muss die Schönheitsarbeiten doch jetzt machen, weil sonst könnte es passieren, dass mir alles um die Ohren fliegt. So, Leute, ich habe es rausgefunden, wie es funktioniert. Also ich muss den Spawner, den Enderman-Spawner, den muss ich jetzt zerstören. Und dann müsste ich mit dem Amboss das Ding dann zusammenschmeißen mit dem, mit dem von Ender.io. Ich habe jetzt nur folgendes Problem. Ich habe keine 30 Level. Also ich bräuchte jetzt 30 Level, um das komplett zu machen. Und, naja, Leute. Also ich hatte mal über 40 Level und leider wurde ich mal ab und zu mal getrollt und gekillt und sonstiges. Ich könnte mir jetzt natürlich im Game-Mode mir ein paar Level schnappen oder ich gehe einfach nachher irgendwie rum und sammle mir ein paar Level beziehungsweise farme ein bisschen Nether-Quarz und sonstiges. Pass auf, nicht wieder so fast. Deshalb werden wir jetzt einfach in dieser Folge jetzt noch den Wireless-Charger machen, weil ich brauche nicht den Enderman-Kopf. Und das ist natürlich super. Dann brauche ich nämlich... Oh, doch, davon habe ich glaube ich auch was, ne? Dann machen wir uns den Enderman-Kopf, denn wir brauchen noch Solarium. Brauchen wir 2, wir brauchen Silikon, Silizium
Lithium brauchen wir 2, Redstone brauchen wir 2, Redstone brauchen wir 1 und wir brauchen ein Vibrant, da ist einer, den brauchen wir. Also, ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht ein bisschen schwieriger ist mit dem Craften, aber das hat anscheinend wohl, ist doch ganz einfach. Achso, Redstone brauche ich nicht, weil ich den habe. Gut, dann schmeißen wir das einmal rein und dann lädt sich das immer automatisch, weil ich stehe hier immer und lade nicht meine Sachen. Mein Jetpack ist auch schon fast leer. Das können wir, glaube ich, auch in dieser Folge noch machen, weil ich habe jetzt ein bisschen mehr Enderperlen gehabt. Dann machen wir uns nochmal nämlich gleich das nächste Jetpack. Und gleich ist mein ganzes Ding auch wieder voll, ne? So, jetzt habe ich ihn. Und jetzt stelle ich ihn mir einfach mal hier irgendwo hin. Jetzt kommt nämlich das Jetpack und wir wollen nämlich die Stufe 4 haben. Da, der ist nämlich viel, viel schneller. Achso, dafür brauche ich das schon wieder. Okay, 2 davon brauche ich. Ich weiß, ich brauche auch gleich das Jetpack. Aber erstmal mache ich das so. Und da ist Stufe 4 da. Dann brauche ich die. Oh. Dann brauche ich noch ein paar mehr davon. Also ich brauche knapp 4 Stück. Also heißt 1, 2, 3. Ja, machen wir 4 draus. Dann machen wir nämlich das auch alles gleich fertig hier. So, 1, 2, 3, 4. War mir klar. Ich wusste, dass einer fehlt, ne? Aber nein, nein, also es ist, ich wusste, dass da ein paar, ich auch weiß, was ich jetzt genau machen muss. Ah, was fehlt mir noch? Ach, ich brauche 2 davon. Oh. So, das ist aber jetzt, das reicht auch. Ich hoffe, ich habe jetzt genug davon, nicht, dass ich jetzt nicht genug habe. 1, ja, mir war klar, mir fehlt einer. Dann müssen wir einmal kurz so. Wir machen einfach mal ein Stack voll, weil das ist ja eigentlich in Ordnung. Also wir brauchen hier öfters. So, davon. Ja, ich glaube, ich muss mir doch mal kurz welche davon machen noch. Das ging Redstone, Glowstone und Gold. Jetzt kann ich mir natürlich noch einen craften davon. So, und jetzt kann ich den zweiten machen. Ich weiß, ich benötige jetzt noch einen davon. Deshalb hoffe ich jetzt, dass jetzt noch nicht ganz. Mal gucken, ob es jetzt klappt. Nein, immer nicht. So, jetzt habe ich alles reingeschmissen. Jetzt sollte eigentlich gleich auch das mit dem Vibrant Alloy klappen. Ich muss mal kurz warten. Ah, einer fehlt noch. Wo ist denn das Jetpack? Wo ist denn das Jetpack jetzt hingeschmissen? Oh Mann, ey. Das habe ich ja gar nicht an. Da ist das Jetpack. Dann brauchen wir jetzt noch ein Alloy. Ich hoffe, es ist jetzt auch der letzte hat geklappt. Ups, falsch vertippt. So, und jetzt haben wir Stufe 4. Das will natürlich gleich laden, deshalb brauchen wir aber auch noch unsere Rüstung, deshalb Jetpack. Und dazu brauchen wir Dark Steel. Und Dark Steel, Moment, jetzt bin ich falsch abgebogen. Dark Steel machen wir natürlich mit Iron, Coal Dust und Obsidian. Was mir so gerade auffällt, wo ich nebenbei hier warte, ist, ich brauche noch 3, also ich brauche noch 2 Dark Steel. Ich habe jetzt 7 da, einer ist da, ist 8. Ist, dass ich diese Solarpanels mal machen sollte. Weil ich sehe jetzt gerade hier, das wird wahrscheinlich gerade auf Notstromaggregat hier laufen, weil wirklich viel werden wahrscheinlich die Batterien nicht mehr haben. Obwohl, na okay, der eine hat vielleicht 10 Millionen noch, obwohl der hat ja auch schon vorher seinen Strom abgegeben. Ich muss auf 20 Millionen RF gehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt eigentlich alles leer gelutscht ist. Und da ist jetzt auch Nummer 3. Dann schmeißen wir sie nämlich jetzt in den rein, ausnahmsweise. Und jetzt gucken wir uns einmal kurz die Batterien an. Und, ah doch, hier ist noch was drin. Aber man sieht, wie viel Minus ich mache, also 850 RF Minus. Also, das ist schon, ist der schon aufgebraucht? Ne, ist auch noch nicht ganz aufgebraucht. Der lädt als erstes, dann lädt der. So, Jetpack, Dark Steel, schmeißen wir hier rauf. Und dann haben wir nämlich das. So, die Disketten sind drin. Ne, das wollte ich jetzt nicht. Die sind leer, 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 leer. Ich will nämlich ein paar leere mitnehmen und dann gehen wir einmal kurz schlafen. Aber ich glaube, es war's von dieser Folge. Ich will jetzt einfach nur mal kurz dazu sagen, ich mache es jetzt alles so ein bisschen automatisch. Ich habe jetzt nur die Disketten reingeschmissen. Ich muss mich jetzt nicht mehr darum kümmern, ob irgendwelche Erze wo rein müssen und so. Das ist einfach für mich das Einfachste, alles zu automatisieren, um zu sagen, geil, guck mal, hier läuft alles, ich weiß, hier passiert was, hier alles drinne, läuft, passt, perfekt,
Das ist das Wichtigste, dass ich nicht mehr so viel im Hintergrund machen muss. Das läuft also auch mal. Es wäre natürlich schöner, wenn es von der Query direkt in das System gehen würde. Aber ich meine, komm. Wie viel waren das jetzt? Es war eine gute Minute, die ich jetzt einfach dafür investiert habe, um jetzt dahin zu fliegen, jetzt hierhin zu fliegen, die Diskette reinzuschmeißen und das jetzt automatisch machen zu lassen. Wenn ich das alles manuell gemacht hätte, wäre es, glaube ich, länger gewesen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass doch gerne ein Däumchen da. Abonniere mich, wenn du es noch nicht gemacht hast. Ich verabschiede und sage auf Wiedersehen. Ciao.